Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Jahr Tod und Zerstörung, ein Jahr Vertreibung, Vergewaltigung und Kriegsverbrechen, ein Jahr Kälte, Angst und Traumata für Frauen und Männer, für Jung und Alt, für Zivilbevölkerung und Soldaten. Ein Jahr russischer Angriffskrieg auf die Ukraine und das Einzige, was die AfD zur Debatte beizutragen hat, ist eine schlechte Trump-Kopie mit dem Slogan »Unser Land zuerst«. Die demokratischen Parteien vertreten unterschiedliche Ansichten, wie wir die Ukraine am besten unterstützen können. Aber in einem sind wir uns völlig einig. Wir verurteilen Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die europäische Friedensordnung. Wir nehmen nicht hin, dass in Europa Grenzen mit Gewalt verschoben werden. Und wir unterstützen die Ukraine deshalb bei ihrer Selbstverteidigung politisch, ökonomisch, humanitär und auch militärisch. Was macht die AfD? Ihre Bundestagsabgeordneten fahren zu fragwürdigen Veranstaltungen auf die Krim. Sie reisen zu Putins Marionettenregime nach Belarus. Sie treten in Propaganda-Talkshows im russischen Fernsehen auf, in denen ungeniert zum Mord an unserer Außenministerin aufgerufen wird. Das ist eine Schande und das ist widerwärtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie fordern, dass Nord Stream 2 wieder in Betrieb genommen wird, als wäre nichts gewesen. Sie sagen, dass die Ukraine uns nichts angeht, uns Deutsche. Mit Verlaub, das ist blanker Nationalismus ohne Empathie für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die von Putins Schergen jeden Tag angegriffen werden. Sie sollten sich schämen, statt solchen Unsinn hier zu verbreiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dass ausgerechnet Sie von der AfD sich nun als eine Friedenspartei inszenieren und eine Friedensinitiative in Ihrem Antrag fordern, das ist nun wirklich verlogen und perfide. Ausgerechnet Sie schwadronieren davon, Deutschland solle seiner historischen Verantwortung für Frieden in Europa gerecht werden. Von echter historischer Verantwortung wollte Ihr Verein noch nie was wissen. Sie sind berüchtigt für Ihren Geschichtsrevisionismus. Ihre Leute relativieren immer wieder den Holocaust. Kürzlich haben ein paar Kollegen hier im Hause bedauert, dass bei der Gedenkveranstaltung die Reihen leer waren. Ich muss Ihnen sagen, ich vermisse hier keinen Rechtsradikalen, wenn wir der Opfer des Nationalsozialismus gedenken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie, Herr Gauland, haben die Zeit des Nationalsozialismus öffentlich als einen Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte bezeichnet. Da legen Sie gemeinsam mit dem russischen Botschafter am Jahrestag der deutschen Kapitulation von Stalingrad einen Kranz nieder. Sie demonstrieren Solidarität mit einem Kriegsverbrecher. 80 Jahre nachdem der Nazi-Terror dafür verantwortlich war, dass in Stalingrad Hunderttausende und im Zweiten Weltkrieg insgesamt Millionen von Opfern zu beklagen waren. Das nennen Sie Vogelschiss. Zynischer geht es überhaupt nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nationalismus war die Quelle schrecklicher Kriege im letzten Jahrhundert, und das gilt auch heute noch. Ihr abgestandener Nationalismus ist doch das Gegenteil von friedlicher Außenpolitik. Die einzigen Begriffe, die ich in Ihrem rechten metapolitischen Wörterbuch unter A lese, sind Abschottung und Ausländerhetze. Sie feiern sich in diesen Tagen für 10-jähriges Bestehen. Was feiern Sie eigentlich? Ihr unterirdisches Benehmen in diesem Parlament, Ihre Fake-News-Reden oder Ihre permanente Hetze gegen Migrantinnen und Migranten? Oder Ihre Versuche, die Demokratie hier zu diffamieren? Was bedeuten 10 Jahre AfD wirklich? Sie bedeuten, Sie haben für alles einen Sündenbock und für nichts eine Lösung. Das ist AfD. Sie werden vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Verwaltungsgerichte bestätigen das. Sie sitzen hier, obwohl Sie Ihre Plakat- und Werbekampagne mit illegalen Parteispenden finanzieren lassen. Sie sitzen hier, und Ihre ehemalige Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkelmann sitzt auch, und zwar in Untersuchungshaft, weil Herr sie Stegner? Gemeinsam mit Mitgliedern der Reichsbürgerszene einen Anschlag auf den Deutschen Bundestag vorgenommen hat. Herr Dr. Stegner, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Von Rechtsradikalen lasse ich nicht Zwischenfragen zu, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber eins will ich sagen, auch die Putschisten vor 100 Jahren in München waren skurrile Gestalten. Das kann nicht der Punkt sein. Wir müssen aufpassen, dass unsere Demokratie nicht gefährdet wird. Mein Kollege Sebastian Hartmann hat es auf den Punkt gebracht. Sie sind die Feinde der Demokratie. Fast genau 90 Jahre nach der mutigen Rede von Otto Wels gegen das Ermächtigungsgesetz sage ich Ihnen, wir Demokraten, ganz besonders wir Sozialdemokraten, erkennen die Feinde der Demokratie, wenn wir sie sehen. Und da drüben sitzen sie. Da mag Ihr thüringischer Parteiführer Höcke noch so treuherzig twittern, Frieden schaffen ohne Waffen. Ein Slogan übrigens, den er von der verhassten linken Friedensbewegung geklaut hat. Derselbe Höcke tritt gemeinsam mit einer rechtsextremen Gruppe von vorbestraften Kriminellen in Gera auf. Da kommt zusammen, was zusammen gehört, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der Höcke gehört weder in Parlament und erst recht nicht von der Klasse von Geschichtsschülern, meine Damen und Herren. Und natürlich ist es kein Zufall, dass Sie Wladimir Putin verteidigen. Ihnen geht es nicht um die ukrainische oder um die russische Bevölkerung. Ihre Sympathie gilt den Autokraten, den Diktatoren. Das ist Ihre Sympathie. Sie verbünden sich von der AfD-Jugend mit der russischen Putin-Jugend, der jungen Garde. Ihre Parteifreunde vom Front National freuen sich über die Rubel, mit denen dort die Rechtsextremisten in Europa unterstützt werden. Das sind Gesinnungsgenossen von Ihnen. Deswegen reden Sie hier so, nicht weil es um Frieden ginge, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein,
Eine rechtsradikale Partei braucht uns nichts zu erzählen über Frieden. Übrigens, Frieden ohne Demokratie, ohne Freiheit endet auf Soldatenfriedhöfen. Das ist die Lehre des 20. Jahrhunderts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Ehefrau ihres Kumpanen Kubitschek hat sich wie folgt geäußert, ihre Partei charakterisiert. Die Schlange, sie häutet sich wieder, bis alle ihre braune Farbe sehen. So Frau Kubitschek. Das ist genau das, was man sieht, wenn man bei Ihnen hinguckt. Lassen Sie mich Ihnen zum Schluss eines sagen. Es gibt drei Dinge, die sich nicht vereinen lassen. Intelligenz, Anstand und eine Mitgliedschaft in der AfD. Man kann intelligent und AfD-Mitglied sein, dann fehlt einem der Anstand. Man kann vielleicht sogar anständig und AfD-Mitglied sein, dann ist man offenkundig nicht besonders intelligent. Man kann, wie die meisten hier, anständig und intelligent sein, dann ist man definitiv nicht Mitglied der AfD, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sind keine Alternative für Deutschland, Sie sind eine Schande für Deutschland. Und nach 10 Jahren gilt mehr denn je, wir werden nicht ruhen, bis die Bürgerinnen und Bürger wie in meinem Heimatland Schleswig-Holstein dafür gesorgt haben, dass sie nicht mehr im Parlament sitzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihren plumpen Anti-Ukraine-Antrag, den verschieben wir zwar in den Ausschuss, aber ich kann Ihnen sagen, was das Schicksal am Ende sein wird. Solchen Unfug lehnen wir Demokraten hier im Deutschen Bundestag ab. Sehr vielen herzlichen Dank. Und für die Unionsfraktion hat nun das Wort der Kollege Knut Abraham.